Hallo Welt, da sind wir wieder und wir sind einer hoffnungsvollen Spur auf der Spur. Jal kommt vielleicht mit, wir dürfen uns scheinbar hier ein wenig umschauen und mit den Leuten ein wenig sprechen. Vielleicht gibt es hier noch Leute, die auch unsere Hilfe gebrauchen könnten. Soka Esov zum Beispiel. Handel? Handel. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir verwenden Geld, ja jetzt wirklich? Immer noch? Ja, wir verwenden Geld. Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Ket haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Das ist Verhandlungssache. Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Soka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Ja. Ich werde Ihnen helfen. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Navpunkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Cool. Gegenseitige Gefallen. Moment mal, zum Folgen Z halten? Das war das falsche Z. Zur Tempest zurückkehren, eine hoffnungsvolle Spur. Okay, ich möchte jetzt nicht ständig hin und her, aber ich glaube dafür, damit wir hier schon mal einen Stein im Brett haben, denke ich, das machen wir einmal. Wie geht's zurück zur Tempest? Genießen Sie die Docks. Im Moment sind Sie der einzige Bereich, der Ihnen offen steht. Und wie kommen wir zur Tempest 26 Meter hier vorne? Seien Sie da draußen vorsichtig. Bin ich doch immer. Ryder, das Schiff ist repariert und startklar. Ja, super. Erster Auftrag hier. An Bord der Tempest gehen und abreisen. Jawohl. Hoffentlich erinnern Sie sich nachher noch an uns. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Hey. Seien wir nett zueinander, ja? Ach, kommen Sie schon. Könnten wir bitte alle versuchen, einfach nur zuzuhören? Oh, Sie bitten uns. Interessante Strategie. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jal hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Arya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist... eine gute Frage. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns. Also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat.
Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Ket in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Ket entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Ket kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Phoebe recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jaw? Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jaw hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Volt. Vor der Geißelkatastrophe war Volt ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Ket. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havar ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns, oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jaw will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Ich hätte zuhören sollen, oder? Ja, danke. Okay, danke. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen. Sagen wir lieber Optimismus. Das mit dem Vertrauen kommt später. Jaw, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wir sollten doch was anderes machen. Wo ist denn das geblieben auf einmal? Wir sollten doch für den Händler irgendwie was machen. Das wollte ich zuerst machen. Naja, jetzt machen wir das. Ist ja auch nicht schlecht. Mit dem Widerstand treffen. Vielleicht können wir das doch noch ändern irgendwie. Ach, das hier ist das? Mit dem Widerstand treffen? Nein. Oh, Wissenschaftlern auf Havarl helfen. Nach ihrem Erstkontakt mit den Angara müssen sie nun ihr Vertrauen gewinnen, um die Moschee treffen zu können und Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Sowohl Föld als auch Haval wären ein guter Anfang. Ach, die andere Aufgabe haben wir gar nicht mehr von dem Händler. Das ist vielleicht hier bei zusätzliche Aufgaben gelandet. Nein, auch nicht. Oder haben wir das vielleicht schon gemacht? Ja, okay. Wissenschaftlern helfen ist immer gut, denke ich. Also machen wir das jetzt mal. Wir haben hier ein Witcon. Momentan sind keine Kontaktoptionen verfügbar. Ich komme hier nicht raus. Ach so. Doc,
Was halten Sie von den Angara? Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke, aber schon Ihre Körpersprache ist so emotional. Ich kann meine erste Sitzung mit Jol kaum erwarten. Versuchen Sie ihn nicht zu verschrecken, okay? Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Und die Wasserfälle. Genau wie auf Sir Cash. Los geht's. Anomalie auf den Sensoren. Aha. Ja, meine Gutsten, wo wollen wir denn hin? Nach Fetfun? Ich glaube wohl eher nicht. Sanse Soil? Auch nicht. Oder Obairo? Nach Meraf. Okay. Los ist ganz in der Nähe, da fliegen wir jetzt mal hin. Ist nichts. Wie war das mit dem Scannen? Oh, wir haben ja Daten hierzu. Entfernung zur Sonne 0,5 AE, Umlaufzeit 0,3 Jahre, Radius 9357 Kilometer, atmosphärischer Druck 0,64 Atmosphären, Oberflächentemperatur 135 Grad Celsius, das ist zu warm für uns. Analyse, die Angara haben eine Forschungsstation auf der glühend heißen, toxischen Oberfläche von Meraf eingerichtet, aber sie scheint unbemannt zu sein und dürfte demnächst einstürzen. Vielleicht hatten die Angara nicht genügend Ressourcen, um sie in Betrieb zu halten. Oh, hier ist aber doch nichts. Ich sehe hier nichts. Wir können hier scannen, aber mehr können wir dann auch nicht machen, scheinbar. War da nicht gerade ein Geräusch? Ich glaube, es gibt hier ständig Geräusche irgendwo. Das muss nichts bedeuten. Warum ist das ein Ziel von uns? Naja, wir scannen das System hier, dann... Anomalie auf den Sensoren. Ach. Ja, komm, wir gucken uns erstmal die Planeten an hier. Oh, grün. Anomalie auf den Sensoren. Aha. So, wir haben Daten zum Planeten und wir haben eine Anomalie entdeckt. Abairo ist das.
Datenentfernung zur Sonne 17,7 AE, Umlaufzeit 83,2 Jahre, Radius 5771 Kilometer, atmosphärischer Druck 41,20 Erdatmosphären, meine ich, nur Atmosphären, Oberflächentemperatur 77 Grad Celsius, Analyse Abeiros, Oberfläche besteht hauptsächlich aus Eisen, aber es gibt auch vereinzelte Berge mit selteneren Metallen. Scans zufolge haben die Agara schon häufig Bergbauexpeditionen hierher geschickt. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ja, dann. Okay, dieses Graphitvorkommen kann die Initiative für diverse Fabrikationsprozesse gut gebrauchen. Ach so. Ach, das ist das. Mehr aber auch nicht, oder? Anomalie geortet. San Sisoil. Auf nach San Sisoil. Anomalie auf den Sensoren. San Sisoil. Syol. San Sisoil heißt der Planet. Daten. Entfernung zur Sonne 0,9 AE. Umlaufzeit 0,9 Jahre. Radius 6584 Kilometer. Atmosphärischer Druck 0,28 Atmosphären. Oberflächentemperatur 11 Grad Celsius. Analyse. Trotz der angenehmen Temperatur und Schwerkraft ist die Zusammensetzung von San Sisoil hochgradig toxisch und ungeeignet für die meisten Lebensformen. Die Kolonisierung wäre bestenfalls schwierig. Schicke Sonde aus. Satellit entdeckt. Ah ja, Satellit-ID unbekannt, Energiewert 4,2%, Systembericht funktionstüchtig, aber inaktiv, Status aktiv. Was? Analyse, die CAT-Satellit, ein CAT-Satellit, der gut verborgen in einem niedrigen Orbit um San Sisoil ohne Zweifel zur Überwachung angaranischer Aktivitäten in dem System. Ihn dauerhaft zu deaktivieren ist eine leichte Aufgabe. Ja, dann. Mehr ist hier nicht, oder? Naja, das hätten wir dann schon gesehen. Mehr ist hier scheinbar wirklich nicht. Anomalie geortet. Ach, das sind wir. Okay. Fit von. Fettfun, Daten, Entfernung zur Sonne 20,5 AE, Umlaufzeit 103,8 Jahre, Radius 55.380 Kilometer, atmosphärischer Druck 0,67 Atmosphären, Analyse einmal pro Jahrhundert. Bringt Fettfuns Umlaufbahn ihn gefährlich nahe an einen Ausläufer der Geißel. Als Ergebnis davon scheint seine Atmosphäre zu bluten. Das ist jetzt, glaube ich, nichts für uns gewesen. Ich empfange gewesen. Etwas.
Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Auf nach Aya. Warum nach Aya schon wieder? Da kommen wir doch her. Wir haben noch gar nichts gemacht, oder? Joba? Oh. Naja, erstmal auf nach Joba dann. Manchmal vergesse ich, wie klein wir sind. IH4 haben wir hier, wir haben Ron Hardin und wir haben Teroshé. Fangen wir mal mit Teroshé an. Hier was. Ja, wir haben wieder Daten und eine Analyse. Also Entfernung zur Sonne 2,8 AE, Umlaufzeit 5,2 Jahre, Radius 3281 Kilometer, atmosphärischer Druck 23,52 Atmosphären, Oberflächentemperatur 88 Grad Celsius, immer noch ein bisschen warm. Analyse. Teroshé ist ein angaranisches Wort und bedeutet grob übersetzt grausamer Witz. Es könnte in den Bergen wertvolle Mineralien geben, aber starke Gewitterstürme und ein massiver atmosphärischer Druck verhindern jeden Zugang. Ja dann, was machen wir dann überhaupt hier? Achso, hier sind wir gerade. Aber da ist ein Ausrufezeichen. Ron Hardin. Daten, Entfernung zur Sonne 2,3 AE, Umlaufzeit 3,8 Jahre, Radius 6077 Kilometer, atmosphärischer Druck 4,02 Atmosphären, Oberflächentemperatur 7 Grad Celsius. Ein bisschen kalt, aber das ginge ja gerade noch. Analyse. In den Ozeanen dieser Welt gedeiht primitives Leben, aber überall suchen gewaltige Strudel die Oberfläche heim. Falls eine Kolonisierung überhaupt möglich ist, wird es eine lange und schwierige Aufgabe. Dann ist hier also auch nichts zu holen. Dann haben wir hier also noch IH4. Und auch zu IH4 gibt es Daten und eine Analyse. Entfernung zur Sonne, erstmal die Daten. 1,5 AE, Umlaufzeit 2,1 Jahre, Radius 45.804 Kilometer, atmosphärischer Druck 0,88 Atmosphären. Analyse. IH4s atypische Umlaufbahn scheint ein natürliches Phänomen ohne Bezug zur Geißel zu sein. Unserer Analyse zufolge ist der Orbit seit mindestens mehreren hundert Millionen Jahren stabil. So, so. Ja, mehr gibt es hier scheinbar nicht. Dann haben wir alles. Ach, hier haben wir noch Letapo. Auf nach Letapo.
Leta Po. Entfernung zur Sonne 16,4 AE. Umlaufzeit 66,5 Jahre. Radius 8060 Kilometer. Atmosphärischer Druck 0,11 Atmosphären. Oberflächentemperatur minus 182 Grad Celsius. Ja, und das wäre wahrscheinlich selbst mir dann etwas zu kalt. Analyse: Die leblose Welt. Leta Po. Im Außenbereich des Joba-Systems bewegt sich jedes Jahr einige Zentimeter auf das große schwarze Loch zu. In weiter Zukunft wird sie davon verschlungen werden. Ja, wir haben fertig. Dieses Sternensystem haben wir fertig. Analysiert. 100%, oder? Jawohl, da sind wir. Auf nach Null. Oder gucken wir uns die anderen erstmal an. Liebe Welt da draußen, wir werden uns in der nächsten Folge entscheiden, wie es weitergehen wird. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.